Tja, herzlich willkommen bei Anno erzählt. Statt ein Lagerfeuer ein paar Kerzen, statt ein echtes Treffen eine digitale Lesung. Und ich fange einfach an heute mit dem schmalen Handtuch. Das schmale Handtuch und das kleine Haus an der Müllerstraße. Als es noch keinen Schillerpark gab, war die Müllerstraße eine sandige Landstraße, die man nicht eine gute Stunde wandern musste, ehe man zum Dorf und Schloss Tegel gelangte. Damals standen an der Müllerstraße nur wenige Häuschen. Unter ihnen waren zwei, von denen sich die Leute allerhand Geschichten erzählten. Das eine hatte nur zwei Fensterfront, aber war zwei Stockwerke hoch. Und darüber baute sich noch ein hohes Dach auf. Es sah aus wie ein graues Handtuch, das der letzte Ackerbürger vom Wedding draußen auf dem Felde hatte liegen lassen. Deshalb wurde es auch von den Leuten das schmale Handtuch genannt. Als erst die Pferde und später die Straßenbahn verkehrte, fuhren im Sommer an schönen Sonntagen viele Berliner nach Tegel, um dort im See zu baden. Kamen sie dann am Handtuch vorbei, fragte wohl einer den anderen: Hast du auch alle Badesachen mitgenommen? Dann fand mancher beim Nachsehen, dass er wohl die Badehose eingesteckt, aber das Handtuch vergessen hatte. Scherzend rief man solch einem Vergesslichen dann zu: Spring schnell ab und hole drüben das Handtuch. Das gelang zwar keinem, wenn er aber das nächste Mal zum Baden nach Tegel fahren wollte, dachte er schon zu Hause an das Handtuch in der Müllerstraße und vergaß nicht, auch sein Badehandtuch einzustecken. Tja, und von dem schmalen Handtuch gibt es noch eine zweite Legende, Sage, wahre Begebenheit, und die lese ich jetzt auch einfach mal vor. Dort, wo sich das stattliche Rathaus des Bezirks Wedding erhebt, stand vor Zeiten ein kleines graues Haus an der Müllerstraße. Das war schon so alt, dass es sich tief in die Erde hineingestanden hatte. Große Leute konnten fast darüber hinwegsehen oder mit der Hand bequem bis auf das Dach hinaufreichen. Nun wohnte einmal in dem Häuschen ein langer Kerl, der das abends gerne ausging. Wer nicht? Seiner Frau gefiel das aber nicht, deshalb bekam er auch niemals den Hausschlüssel mit. Doch der Lange wusste sich Rat. Wenn er spät nach Hause kam, langte er mit dem Arm durch den Schornstein und nahm sich den Schlüssel vom Nagel am Türpfosten. Lag er dann am anderen Morgen schlafend im Bett, wunderte sich seine Frau, wie er wohl hineingekommen war. Das ist nun schon lange her und die Müllerstraße ist zur Großstadtstraße geworden. Das schmale Handtuch und das kleine Haus sind längst verschwunden, aber die Sage lebt weiter. Beziehungsweise, wir haben ein neues schmales Handtuch